Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Robin und dieses Mal werfen wir einen genaueren Blick auf die Coca-Cola Company. Die originale Cola wurde 1886 von John Pemberton erfunden. Er war Pharmazeut und auf der Suche nach einem Mittel zur Bekämpfung seiner chronischen Schmerzen im Bein, welche von einer Verletzung aus dem amerikanischen Bürgerkrieg stammten. Die erste Cola-Mixtur war also eigentlich als Medizin gedacht und enthielt unter anderem Wein, Cola-Nüsse und Coca-Extrakt. Pemberton starb jedoch schon 1888 und erlebte so nie mit, wie sein Getränk in den folgenden Jahren die Welt erobern sollte. 1889 kaufte der Geschäftsmann Asa Candler die Rechte an Coca-Cola für rund 2700 US-Dollar und gründete 1892 die Coca-Cola Company, die wiederum bereits 3 Jahre später Cola in jedem amerikanischen Bundesstaat verkaufte. Weltweite Bekanntheit erlangte Coca-Cola dann durch Ernest Woodruff. Dieser kaufte die Coca-Cola Company 1919 für 25 Millionen US-Dollar und war einer der innovativsten Geschäftsmänner seiner Zeit in Bezug auf das Marketing. Aus dieser Zeit stammt auch die von Coca-Cola geschaffene Verbindung zwischen dem Weihnachtsmann und der Cola. Der nächste, vor allem internationale Aufschwung kam dann mit dem Zweiten Weltkrieg. Cola wurde zu einem der wichtigsten Lebensmittel in der amerikanischen Armee und auch bei den deutschen und russischen Truppen war Cola extrem beliebt. Zu Beginn des Kriegs betrieb Coca-Cola 6 Abfüllanlagen außerhalb der USA. Bis zum Kriegsende 1945 wuchs diese Zahl auf 64. Seitdem ist Cola aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. 1948 konnte Coca-Cola einen Marktanteil von rund 60% vorweisen. Zwar ist dieser Marktanteil bis heute, vor allem aufgrund von neuen Wettbewerbern wie Pepsi, deutlich zurückgegangen, jedoch ist Coca-Cola auch heute noch der größte Softgetränkehersteller der Welt. Das Portfolio umfasst über 4700 verschiedene Produkte unter dem Dach von mehr als 500 verschiedenen Marken. Die Getränke werden in mehr als 900 Anlagen abgefüllt und im Anschluss in über 200 Ländern verkauft. Mit Ausnahme von Kuba und Nordkorea bekommst du in so gut wie jedem Land der Welt ein Getränk von Coca-Cola. In den letzten Jahren hat Coca-Cola sich neben dem Verkauf von Softdrinks und Wasser in erster Linie auf Säfte, Kaffee und Tee konzentriert. Bekannte Marken, die heute allesamt zur Coca-Cola Company gehören, sind zum Beispiel Powerade, Aquarius, Innocent, Fuse-Tee, Costa, Schweppes und natürlich Coca-Cola, Fanta und Sprite in allen möglichen Varianten. Zwei Marken, die wohl jeder direkt mit Coca-Cola verbindet, sind Fanta und Sprite. Die beiden Marken verbindet jedoch auch noch etwas anderes. Denn beide Getränke wurden ursprünglich in Deutschland erfunden. Vor allem die Geschichte der Fanta ist dabei ziemlich wild. Denn Fanta wurde 1940, also mitten im Zweiten Weltkrieg, erfunden. Das ist natürlich kein Zufall und deshalb müssen wir an dieser Stelle ein wenig ausholen. Während des Krieges war Cola bei allen Kriegsparteien extrem beliebt, um die Moral der Truppen zu stärken. Die Amerikaner hatten beispielsweise eine über 200 Mann starke Einheit, bestehend aus Coca-Cola-Ingenieuren, die nur dazu da waren, hinter der Front Produktionsanlagen für Cola zu errichten und so die Versorgung der Soldaten mit Cola sicherzustellen. Bei den Russen war die Cola ebenfalls beliebt. Sie wollten nur nicht, dass man sie mit dem Getränk des politischen Feindes sah und so entwickelten sie kurzerhand eine durchsichtige Cola. Und auch die Deutschen waren Cola-Fans. Jetzt gab es aber das Problem, dass die USA logischerweise den Handel mit Deutschland einstellten und so auch keine Cola importiert werden konnte. Max Keit, der Chef von Coca-Cola Deutschland zu dieser Zeit, musste sich also jetzt einen Ersatz für Cola einfallen lassen. Durch den Krieg waren aber natürlich auch die möglichen Zutaten extrem limitiert und so mischte man am Ende Zuckerrüben, Molke und Pressrückstände von Äpfeln zu einem süßen Getränk zusammen, das dann, abgeleitet vom deutschen Wort Fantasie, den Namen Fanta bekam. Bereits 1943 wurden in Deutschland über 3 Millionen Flaschen Fanta verkauft, jedoch in erster Linie nicht als Getränk, sondern aufgrund der Zuckerknappheit als Zuckerersatz zum Süßen von Suppen und Eintöpfen. Mittlerweile gibt es Fanta weltweit in über 150 verschiedenen Geschmacksrichtungen und die typische orangene Fanta, wie wir sie heute kennen, wurde 1955 in Italien entwickelt. Eine ganz lustige PR-Panne ist Coca-Cola zum 75. Geburtstag der Fanta unterlaufen. Zur Feier des Geburtstages brachte man eine dem Originalrezept aus 1940 sehr nahestehende Variation mit historischen Etiketten auf den Flaschen heraus. Dazu wurde dann auch die passende Marketingkampagne mit dem Slogan „Das Gefühl der guten alten Zeit“ gestartet. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Originalspot. Diese deutsche Ikone wird 75 Jahre alt. Und um das zu feiern, bringen wir das Gefühl der guten alten Zeit zurück. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es weder gut noch richtig und vor allem auch marketingtechnisch ein richtiger Griff ins Klo ist, das Dritte Reich als die guten alten Zeiten zu bezeichnen. Dementsprechend gab es sehr, sehr viel Gegenwind und die Kampagne wurde schnell abgeändert. Die Entstehung von Sprite ist dagegen schon eher langweilig. 1959 wurde sie in Westdeutschland erstmals unter dem richtig deutschen Namen Fanta Klare Zitrone auf den Markt gebracht. Das Produkt gefiel den Amerikanern, der Name nicht, und so wurde die Fanta Klare Zitrone dann ab 1961 unter dem Namen Sprite als Hauptkonkurrent zu Pepsi 7-Up vermarktet. Anhaltende Kritik gibt es durchgehend bei zwei Aspekten von Coca-Cola.
Zum einen ist dies natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der extremen Umweltverschmutzung, die durch den ganzen Plastikmüll entsteht. Coca-Cola produziert pro Jahr 88 Milliarden Kunststoffflaschen und ist so natürlich auch zu einem großen Teil mitverantwortlich für die 9 Millionen Tonnen Plastikmüll, die pro Jahr alleine in den Weltmeeren landen. Ich persönlich denke, dass dies ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite hat Coca-Cola lange einfach nach dem Motto Hauptsache Kosten sparen, wir pfeifen auf die Umwelt gewirtschaftet. Auf der anderen Seite sind sie in den letzten Jahren schon dabei, Dinge zu verändern und kümmern sich um das Problem. Beispielsweise landeten sie 2020 beim Nachhaltigkeitsranking amerikanischer Unternehmen im Bereich der Konsumgüter auf Rang 4. Dass man ein Produktportfolio in der Größenordnung von Coca-Cola nicht von heute auf morgen auf 100% Nachhaltigkeit umstellen kann, ist dabei vollkommen verständlich. Zumal diese Umstellung ja auch nur gelingen kann, wenn die Infrastruktur in den entsprechenden Ländern funktioniert. So ist es kein Wunder, dass besonders in Europa und den USA in puncto Nachhaltigkeit und Recycling bereits große Fortschritte erzielt wurden, während andere nicht so weit entwickelte Regionen der Welt noch hinterherhängen. Am Ende interessiert es natürlich den Plastikmüll mehr nicht, ob er in Europa oder in Afrika erzeugt wurde. Aber solange sich Coca-Cola weiterhin ambitionierte Ziele steckt und diese auch erreicht, kann man ihnen erst einmal nicht so viel vorwerfen. Zum anderen gibt es die bekannte Problematik mit dem extrem hohen Zuckergehalt von Coca-Cola-Getränken. Mittlerweile geht der Trend ja eher zur gesunden Ernährung und dementsprechend stellt natürlich auch Coca-Cola seine Produkte um. Es gibt heutzutage von fast allen Cola-Getränken auch zuckerfreie bzw. zuckerreduzierte Varianten und am Ende ist es ja auch einfach das System von Angebot und Nachfrage. Wenn nicht so viele Leute diese zuckerhaltigen Getränke kaufen würden, würde sie Coca-Cola auch gar nicht anbieten. Mit einem kleinen Augenzwinkern noch ein Profitipp für alle Investoren. Denkt doch mal über das Tandem Coca-Cola und Novo Nordisk nach. Erst die Cola verkaufen, dann die Insulinspritze, da profitiert man doppelt. Aber wie gesagt, nur mit einem kleinen Augenzwinkern. Bezogen auf die Aktie muss ich sagen, dass ich sie nicht habe und auch kein Fan bin. Der Trend geht eher hin zu einer gesünderen Lebensweise und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was sich Coca-Cola über Jahrzehnte als Image aufgebaut hat. Im Konsumgüterbereich gibt es dann da einfach besser positionierte Unternehmen und wenn es wirklich ein Getränkehersteller sein soll, finde ich die Aktie vom deutlich kleineren und wachstumsstarken Energy-Hersteller Monster deutlich interessanter. Monster findet Coca-Cola im Übrigen auch nicht schlecht, sie sind nämlich mittlerweile mit knapp 20% an Monster beteiligt. Welches Unternehmen sollen wir als nächstes unter die Lupe nehmen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde es mich wirklich freuen, wenn du uns ein Like da lässt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao!